Grüße gehen raus an euch, ich bin's Leslie von Dein Handy und damit herzlich willkommen hier zurück auf diesem Kanal. Wir haben heute die kleine Ehre, ein Battle zu veranstalten und zwar zwischen dem OnePlus 7T und dem OnePlus 7T Pro. Diese beiden Geräte liegen hier vor mir und die gucken wir uns genauer an. Kleines vorweg, es ist eigentlich nur ein Vergleich, denn beide Geräte sind technisch ziemlich gut und wir wollen die Nuancen herausarbeiten. In diesem Sinne nicht viel quatschen, sondern rein ins Video. OnePlus hat ein wenig Weihnachten gespielt und uns das 7T und das 7T Pro geschenkt. Und wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, bei schönstem Berliner Herbstwetter einmal die Leute draußen zu fragen, welches Gerät sie eigentlich besser finden. Und wenn sie so beides in der Hand haben und so ein bisschen mal verschiedene Features testen, was nach ihrer Meinung eigentlich da die bessere Performance bietet. Entweder das 7T oder das 7T Pro. Bleibt spannend. Bleibt einfach dran bis zum Ende, dann werdet ihr nämlich die durchaus unterhaltsamen Sachen erfahren. Bevor wir aber mit den Straßeninterviews starten, möchte ich euch jeweils 5 Dinge erzählen, die ich beim 7T und beim 7T Pro sehr, sehr löblich finde. Und wir beginnen mit der Kamera beim 7T. Die ist jetzt nämlich Triple. So, wir werden 3, ist das Motto dieser Kamera. Und sehr, sehr erfreulich ist, dass beim Teleobjektiv jetzt auch eine 2,2 Blende werkelt. Das ist natürlich ein ziemlich starker Wert. Im Gegensatz hat sich leider beim 7T Pro nicht allzu viel getan. Da ist man bereits diese Kameraausstattung gewöhnt. Was nicht heißt, dass das Ganze schlecht ist. Zu bieten hat es immerhin ebenfalls eine Triple-Kamera mit einem 117 Grad Weitwinkelobjektiv und beim Teleobjektiv werkelt eine 2,4er Blende. Also ich glaube, da kann sich keiner drüber beschweren. Außerdem bieten beide Geräte noch die Funktion im Nachtmodus, Makroaufnahme mit einer bis zu 2,5-fachen Vergrößerung und einer Videostabilisierung. Gutes Ding. Apple hat sich beim iPhone 11 nicht lumpen lassen und hat demonstriert, wie gut sie zoomen können. Aber auch OnePlus hat einiges im Gepäck. Beim OnePlus 7T sind nämlich beim Teleobjektiv 12 Megapixel am Start und ein zweifacher Zoom verbaut. Das heißt, man kann hier auch nochmal ordentlich vergrößern. Beim OnePlus 7T Pro sieht es auch ganz gut aus, nämlich mit der 8 Megapixel Teleobjektivkamera. Ist ein bis zu dreifacher Zoom möglich. Da hat man also eben sich auch nicht lumpen lassen. Bei der Frontkamera ist bei beiden Modellen der gleiche 16-Megapixel-Sensor verbaut und eine 2er-Blende am Start. Wenn wir uns das Display des OnePlus 7T anschauen, dann fällt auf, 6,55 Zoll misst das ganze Ding in der Diagonale und kommt mit einer Auflösung von 2400x1080 Pixeln daher. Außerdem gibt es noch ein Highlight dazu. Das 2,5D Glas sorgt dafür, dass das Phone unfassbar flach verarbeitet ist. Also hier hat man sich auf jeden Fall einiges überlegt fürs Display. Beim OnePlus 7T Pro hingegen rechnen wir mit einem 6,67 Zoll Display in der Diagonale. Die Auflösung beträgt 3120x1440 Pixel. Und was hier ziemlich abgefahren ist, das Glas vom OLED-Display schmiegt sich leicht zur Seite. Das heißt, man hat insgesamt weniger Gehäuse. Pluspunkt bei beiden Modellen, der Fingerabdrucksensor sitzt unter dem Display, also toucht da einfach mit eurem Finger drauf und schon seid ihr drin im System. Euren Kleiderschrank müsst ihr mehr nach dem Smartphone richten, als sich das Smartphone nach eurem Kleiderschrank. Denn bei beiden OnePlus-Modellen gibt es jetzt nicht Farbe im Überlauf. Beim 7T reden wir nämlich nur von Frosted Silver und Glacier Blue und beim Pro-Modell haben wir einfach nur Blue Haze. Jetzt aber will ich euch nicht länger mit Daten, Fakten, Zahlen langweilen, sondern wir wollen wissen, was geht draußen ab. Was sagen die Leute zu diesen beiden Smartphones? Deswegen würde ich sagen, ziehen wir uns jetzt die Schüchchen an und botten mal raus. Wir suchen jetzt Leute, die mit uns erstmal die Kamera testen und entscheiden, welche Kamera die bessere ist. Deswegen mal gucken, wer so Zeit hat. Genau, knips einfach mal irgendwas in die Richtung. Okay,
So im direkten Vergleich, was würdest du sagen? Siehst du den Unterschied? Insgesamt ist es relativ gleich aus, muss ich ehrlich sagen. Okay, gibt es was, was... Oh, kein Ding. Das ist unpassend. Gibt es irgendwie ein Foto, was dir farbechter vorkommt? Auch nicht wirklich, aber vielleicht das rechte, aber jetzt ist kein großer Unterschied zu erkennen für mich dazu. Okay, das heißt, du würdest dem Rechten einen Punkt geben. Cool, also dem Pro-Modell. Cool, danke dir. Was würdest du sagen, wenn du die beiden gegeneinander hältst? Gibt es irgendwas, was dich mehr überzeugt? Ich finde hier die... weiß ich nicht. Also die Auflösung ist bei beiden geil. Ja. Und so, Hier finde ich Farben ein bisschen besser, wenn hier jetzt zum Beispiel drauf achtet oder so, finde ich das Blau geiler. Auch vom Himmel her. Ja, jetzt wird ein bisschen blass, aber mal gucken. Ja, dann gefällt mir die Farben hier ein bisschen besser. Okay. Ja, sonst finde ich eigentlich bald so ziemlich, ja, eigentlich gleich gut so. Sonst, die Auflösung ist gut so. Bis hier schön. Okay, also farbtechnisch würdest du ja, dem 7T Pro einen Punkt geben. Ja, auf jeden okay. Fall. Ein Punkt mehr für 7T Pro. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, was die Menschen nicht nur über die inneren Werte denken, sondern auch über die äußeren. Deswegen holen wir uns jetzt mal die Meinung zu den Farben von OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro. Und die Frage ist jetzt, welche Farbe findest du geiler? Das Blaue? Cool, danke dir. Also persönlicher Geschmack finde ich das besser. Okay. Und mal abgesehen davon, siehst du es ja ähnlich, wenn du Brille trägst. Also, richtig. Aber mir gefällt das besser. Okay, cool. Punkt für das. Ich finde das besser. Ich sehe dieses Schimmernde. Ja. Okay. Danke euch. Beide Geräte kommen erstaunlich gut an bei den Menschen, die wir auf der Straße gefragt haben. Erstaunlich ist, dass es gar nicht so ein großes Problem ist, ob die Kamera nun wie hier nun im Display verbaut ist oder wie hier es einfach keine Notch mehr gibt. Aber es ist ganz klar, es gibt, ich sag, die ein oder anderen Vorzüge, die das Pro hat, vor allem bei der Farbwiedergabe. Das haben wir ganz klar gemerkt. Wer das gewisse extra will, der gönnt sich das 7T Pro. Und wer mit einem wirklich guten Gerät auskommt, was jetzt ein bisschen weniger kosten soll, der kauft sich das OnePlus 7T. Auf der Dein Handy Website findet ihr die passenden Verträge für euer neues OnePlus 7T oder OnePlus 7T Pro, zum Beispiel von Vodafone, mit 20 GB Datenvolumen im LTE-Netz, mit Allnet-Flat und SMS-Flat, Rufnummer mit Namen natürlich möglich. Oder aber, wenn ihr zu blau tendiert, dann haben wir was von O2 für euch. 60 GB im LTE-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbits. Danach, wenn ihr alles aufgebraucht habt, geht es natürlich im O2-Free-Netz weiter mit bis zu einem Mbit. Das heißt, grenzenlos surfen ist hier garantiert. Wenn ihr noch jung seid, wie meine Wenigkeit, dann könnt ihr einen Junge-Leute-Vorteil nutzen und noch mehr Datenvolumen abstauben. Und das auch noch, liebe Freunde, wenn das nicht genug war, auch noch dank O2 Connect auf 10 Geräte verteilen. Allnet Flat, SMS Flat ist natürlich mit am Start. In diesem Sinne haben wir natürlich euch alles unten in der Infobox verlinkt. Bitte checkt das aus. Das führt euch direkt zu Dein Handy Website. Und weil das noch nicht genug To-Dos sind für nach dem Video, bitte kommentieren nicht vergessen, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wenn ihr es noch nicht habt, abonnieren überhaupt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video in alter Frische wieder. In diesem Sinne, ciao. We'll be right back.